So, das sage ich ja immer gerne. Aber hey ho, sage ich noch viel lieber. Also, hey ho. Hier stehe ich in unserem zukünftigen Bahnhof, habe hier ein bisschen rumgewerkelt. Und ihr seht, ich habe auch schon fleißig diesen Tunnel aufgebohrt. Und ich denke, ich habe mich entschieden, ja, den nicht ganz so luxuriös auszubauen wie da vorne in dem Anfangsbereich. Nicht so dreidimensional irgendwie, einfach ein bisschen flacher, vielleicht auch mit einem Muster ruhig in der Wand, aber ein wenig dünner, weil es wird hier doch sehr eng da vorne und ich möchte außen nicht zu viel da so in dem Wald kaputt machen. Außerdem bin ich ja auch eine faule Socke und möchte mir ein bisschen was an Arbeit ersparen. Wobei es geht schneller als ich so dachte. Auch vorhin habe ich mal eben diesen Tunnel da aufgeschlagen. Ruckzuck, es waren so drei Hacken und zwei Schaufeln oder so und dann war es erledigt. Jetzt große Spannung, habe eine Nacht hier hinter mir. Sollte alles gut gehen, niemand zu sehen. Huch! Habe ich mir doch glatt die Nase eingeklemmt. Aber damit kommen wir noch gerade klar. Ja, hier, das gucken wir uns auch nochmal an. Gerade vorhin nochmal also gestern Abend die Bäume nochmal gefällt. Was machen wir? Wir starten jetzt mal. Ich möchte gerne mal zu Ponderosa fahren. Und zwar ist das ja immer schön da, ne? Wir brauchen auch ein bisschen die Abwechslung. Ich habe auch oben diese besagte große neue Brücke angefangen. Auch schon einen Lehmweg gebaut, versuchte da schon ein bisschen rumzukriechen. Jetzt habe ich da keine Lust mehr drauf. Ich muss jetzt mal wieder was anderes sehen. War jetzt ja wieder viele Spieltage hier oben im Dschungel. Außerdem habe ich euch erzählt, wir haben die Ponderosa doch ziemlich zerstört hinterlassen. Ach, das habe ich jetzt vergessen. Jetzt habe ich doch glatt vergessen. Ah, ist jetzt nicht so wild. Ich hatte damals, ja, sind zwei Bilder zerstört worden und die Tür, die habe ich dann im Inventar gehabt und hier mit in den Dschungel geschleppt. Und ja, jetzt liegen sie da natürlich gut in der Kiste, schön verstaut. Naja, egal. Müssen wir sie halt nachproduzieren. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Wäre nur schön gewesen, wenn ich dran gedacht hätte. Ich denke mal, das ist schon eine ganz gute ein ganz guter Verwendungszweck für die Bücher demnächst. Also im Moment bin ich ja leider immer noch auf diesem dummen Snapshot hier. Kann gut sein, dass jetzt schon 1.3 draußen ist und viele Leute jetzt sagen, was ist das denn hier? Warum spielt ihr denn auf so einer alten Version? So alt ist die gar nicht, weil das ist ja so ein Snapshot. Und ich mache das halt immer so, wie ich gerade Lust habe, dass ich dann drehe und wenn ich gerade heiß bin, ja, dann drehe ich halt weiter. Das ist mir ganz egal. Es ist auch de facto völlig wurscht, auf welcher Version man nun gerade spielt, ja. Wir werden noch lange, lange genug auf irgendwelchen hypermodernen Versionen spielen. Ich kann ja auch mal wieder ganz zurückschalten, was weiß ich, auf irgendeine Alpha-Version rauskramen. Warum nicht? So, jetzt sind wir schon auf offenem Meer. Und dann fahren wir mal schön. Ja. Fahren wir mal schön da hinten, dahin. An den Meeresungeheuern vorbei und an den ganzen kahlen Inseln und Gebirgen. Wer mal schöne Gebirge sehen so möchte, ja, so wie ich mir die wirklich vorstelle, wie sie in Minecraft eigentlich aussehen müssten, der kommt mal auf unseren Scaleville-Server. Das hat jetzt zwar hier mit dem Video nichts zu tun, aber ich kann ja mal ein bisschen Werbung machen. Da könnt ihr euch auch als Gast einfach mal umblicken, wenn ihr lieb und nett seid und keine Nervensägen, dann könnt ihr auch ruhig mal Spieler bitten, euch ein bisschen Nahrung zu geben, oder euch irgendeine billige Waffe zu geben, damit ihr da ein bisschen mehr in Ruhe durch die Gegend ziehen könnt. Sucht euch nachts irgendeinen Unterschlupf. Geht ruhig in Häuser, wenn da steht, Besucher sind willkommen. Dann ist das kein Problem. Geht da einfach rein. Und dann seid ihr auch sicher. So, was wir jetzt hier machen, ist mal eben noch Folgendes. Kleines Ritual. Opferungen müssen sein, um die Götter zu beschwichtigen.
Das machen wir jetzt hier auch mal. Den ganzen Lehm mal loswerden. Das habe ich früher schon immer gerne gemacht. Das Zeug einfach ins Meer kippen. Super. So, das kann man noch anders machen. Einfach so. Zack. Super. Sind wir das Zeug auch los? Da unten liegt es. Jetzt wird es wahrscheinlich ewig da liegen bleiben, weil wir ja hier so schnell immer durchgurken, dass sich der Schank wieder abschaltet. Ja, wird wahrscheinlich noch eine längere Zeit da jetzt mal so liegen bleiben. So, jetzt hoffe ich mal, ich habe nicht wieder den Kurs hier verpeilt. Was ist das für eine Schneeinsel? Die kommt mir ja so ein bisschen komisch vor. Ah ne, Quatsch, das ist kleine Malle, wenn ich jetzt noch... Ja, ja, doch, wir sind richtig. Huch. Ja, die Erde, die verstopft einem doch irgendwann völlig die Kisten. Ich hab mal gedacht, man müsste mal halt irgendwie sowas, was ich so einen künstlichen Hügel aufschütten. Kann man ja auch ruhig mal machen. Als so Zusatzidee. Aber wo war ich gerade noch stehen geblieben? Ja, bei schönen Gebirgen. Wir haben einige Gebirge inzwischen modelliert auf dem Server. Und da könnt ihr mal gucken. Geht dann nach Norsk oder Van Anwijk oder was. Ne? Das findet ihr auch auf map.minenarbeit.de. Da findet ihr eine Landkarte unserer Serverwelt. Und da könnt ihr auch mal gucken, wo das alles liegt. Und euch den Weg da durchschlagen. So, jetzt sind wir auch schon da. Also es geht wirklich immer schnell. Ich habe natürlich schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Um mal herauszufinden, wie viele Minuten wir jetzt hier unterwegs sind. Aber so viel ist es echt nicht. Zumal ich euch ja unterwegs auch immer dieses wahnsinnig kurzweilige Zeug erzähle. So, hier ist noch alles in Ordnung. Unsere schöne neue kleine Hafenanlage. Oh, guck mal, sieht das erste Mal, dass wir die ja auch so... Hups, so ein bisschen hier... Inzwischen kann ich sogar irgendwie besser aussteigen, ne? So, aber ich weiß nicht, was ich hier rumtreibe. Ich muss auch dazu sagen, dass mir, während ich in letzter Zeit hier mal in der Drehpause mal so gespielt habe, sind mir unglaublich viele Tiere abgehauen. Ihr seht das hier, ich meine jetzt klar, jetzt ist hier auch noch ein Stück Zaun weggesprengt. Seht ihr, da liegt er zum Beispiel noch. Wir sind Tage weg gewesen, aber die Chance, die schalten sich ab und dann bleibt das da liegen. Ja, toll, jetzt haben wir hier wirklich ein Riesenproblem. Die Tiere, die sind jetzt hier, ne, das ist, wie in Jurassic Park, wo der T-Rex da abgehauen ist, ja. Der kann dann überall hin und alles auffressen. So, was machen wir denn da? Wie gehen wir vor? Ich denke, wir gehen... Ja, überall dieses Viechzeug in meinem Haus. Erstmal sichern. Es könnten sich ja auch noch, was weiß ich, Sprengwürmer hier rumtreiben oder Spinnen. Sehr schön lichtgeschützt hier. Also, schauen wir uns erstmal um, aber die Luft scheint rein zu sein. Alles okay. Auch in Bad und WC. Da, wo die überall sind. Die werde ich gleich mühsam rauslocken. Aber das ist, auch wieder... Letztens schrieb auch jemand, ach, geh doch mal wieder zu Ponderosa und... farm doch mal, mach doch mal so ein bisschen Feld, aber also wirklich dieses, wo ich immer denke, das ist doch relativ langweilig, diese Arbeiten auf dem Feld und bla bla bla, Tierzucht und so, das haben wir ja alles schon am Anfang so viel gemacht und da denke ich immer, ach, ne, aber nee, Leute scheinen das auch ab und zu mal gerne sehen zu wollen, ja, und jetzt sind wir eben da, ich schnapp mir Steine. Furchtbar, wenn das so klickert und klackert, ja, und dann denkt man ja, die kommen einholen. Hab ich denn nicht noch vielleicht eine Tür? Nö, eine Tür habe ich nicht. Das ist dramatisch. Aber hier so ein bisschen Holz nehmen wir uns mal mit. Ah, jetzt nicht die ganzen Holzvorräte, die wir hier so haben. Ah. Ich glaube, das ist nur ein Huhn. Lass es bitte nur ein Huhn sein. Ja, da bin ich einfach rausgerannt, ne, wollte zum Boot und bombs, da stand ein Creeper und... So, dann lass mal gucken.
Hau bloß ab, ey. So. Ach. Jetzt geht das wieder los. Jetzt gezittere. Mit der Tür hau ich das jetzt kaputt. So. Der Weg war doch nur Kuppelstein, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. So. Wie haben wir denn die Ecken gemacht? Ah ja, da ist natürlich auch immer so Holz eingearbeitet gewesen. Und das ist natürlich auch nicht besonders stabil. Ist kein Wunder, wenn das da so unheimlich wegsprengt. So. Ah ja, da kommt da ein Fenster rein, da auch ein Fenster rein. Fenster sind kaputt gegangen, so, so. So, hau mal ab. Das ist schön, dass man die jetzt so anscheuchen kann. Dann holen wir mal eben ein bisschen Glas. Ein bisschen Glas sollten wir noch hier vorrätig haben. Scheiben haben wir noch. Ach gut, dann nehmen wir einfach 4 Scheiben. So, 3, 4. Ja, das ist doch jetzt... Ist doch auch schön. Oh. Gut. Jetzt den Zaun reparieren. Okay, nur noch ein Schaf ist da. Super. Ich möchte gerne wissen, wo die alle sind. Es wird dunkel. Okay. Das macht jetzt nichts, weil... Das kommt mir eigentlich ganz gelegen. Dann gehe ich jetzt die Türen zumachen. Hau ab. Zäune sind auch zu. Licht ist an. Okay, Zombies sollten jetzt nicht reinkommen. Dann gehe ich mal eben schlafen. Bevor die ganzen Monster hier ankommen. Ah, das ist herrlich. So. Jetzt brauche ich natürlich vor allem Getreide, 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 Grünzeug. So, dann machen wir hier mal ein bisschen das Licht. Nee, Quatsch, den Zäune können wir. Ich bin mir sicher, dass der vorhin offen war, der Zaun. Da ist wahrscheinlich was an der Schaltung kaputt gegangen. Ich gehe mal, der müsste jetzt zu sein. Ja, komm. Guck mal, was ich für dich habe. Ja, komm. Komm durch die Tür, blödes Tier. Nun komm. Oh. Warum sind die nur so dämlich? Nun komm. Ja, komm. Na los. Ach Leute, seid doch nicht so doof. Die hauen immer ab, ne? Wenn eine Tür offen ist, dann wollen die immer raus. Das finde ich auch ein bisschen dämlich. So was Doofes machen Tiere nämlich nicht. Die wollen nämlich gerne in Sicherheit bleiben. Ach, guck sich das einer an. Mensch, Leute, das ist doch kein Verhalten. Soll ich jetzt hier stundenlang rumstehen? Ja, hau du mal ab. So, und du kommst jetzt mal rein. So, komm. So, und ihr dürft euch jetzt ruhig vermehren. Komm. Na komm. Halt. Halt. Immer zumachen. Ein kleines gelbes Schaf. Das ist ja super. Hau ab. Okay. Hier fehlt natürlich noch eine Trittplatte. Doch, der Zaun klappt noch. Das ist ja super. Zaun klappt noch. Oh, wie, wo die überall rumrennen. Auch da drüben haben sie sich verteilt. Ach nein. Ach, wisst ihr was? Das lasse ich jetzt einfach so. Ich muss sie doch nicht so unwahrscheinlich trennen. Ich meine, vielleicht gelingt uns ja sogar mal so eine Kreuzung hier von Schwein und Schaf oder so. Ein Schweineschaf. Ein Schwaf. Ja, sowas. Oder eine Schwu. Gibt's doch auch vielleicht. Kann ja alles sein. Denn das ist jetzt müßig. Ja, ich kann höchstens mal draußen mal gucken. Da ist zum Beispiel, da sind noch Schweine. Hier ist auch noch ein Schaf von mir. Komm, dich kenne ich doch.
Euch kenne ich doch alle. Ihr gehört alle mir. Da hinten das Rote. Ich glaube es ja nicht. Kommt mal mit. Ja, komm. Das Schwarze. Oh. Ja. Ja. Ja, hier schön zu Papa kommen. Ja. Jetzt sind die da schon wieder stehen geblieben. Ist es denn so schwierig, Leute? Ich gehe doch gar nicht so schnell. Ihr merkt schon, ich bin jetzt nicht so der geborene Schäfer. Ja, so ist gut. So ist gut. So kommt ihr mal alle hier schön der Reihe nach rein. Komm, du auch. Du auch hier durch die Tür. Da auf das Brett musst du gehen. Oh, Leute. Aufhören. Aufhören. Also hier muss ich mir, glaube ich, doch mal was einfallen lassen, dass die hier nicht mehr rauskommen. Das ist natürlich durch die Trittplatten, ne? Das ist klar. Die latschen draußen, latschen die Monster drauf und dann kommen die raus und treten immer wieder auf das... Ja, jetzt ist gut. Na komm. Geh weg. Ja, die sind irgendwie zu dämlich. Na komm. Jetzt kommt er aber mal mit. Hier mal rein, komm. Hier zu den anderen Schafen. Ja, so ist richtig. So ist richtig. So, das reicht mir jetzt, glaube ich, erstmal. Jetzt muss ich erstmal wieder die... erstmal die... Geht weg. Was für ein Stress. Ich sag euch, was für ein Stress. Ja. Wo war das Rote? Das sind ja alles so wertvolle Schafe. Die muss ich dringend wieder haben. Also das geht ja nun nicht. Da ist es doch schon. Guck mal. Ja, du kannst auch mitkommen. Jetzt fallt mir bitte nicht da in die Schlucht, ne? Das ist nämlich die Mordsschlucht, ja. Da bin ich auch schon ein paar Mal gestorben worden. Rekordfolge. Muss doch nochmal gucken. In der Mordsschlucht. Ne? So, was habt ihr noch nicht gesehen? Na, wo gehen wir denn rein diesmal? Wieder Trittplatz. Komm, die machen wir direkt mal weg. Und dann gehen wir hier mal direkt rein. So, guck. Ja, rotes Schaf. Rotes Schaf. Guck, rotes Schaf. Guck, guck. Rotes Schaf. Boah, bist du doof, du rotes Schaf. Ah, steht das da draußen? Ha! Hallo. Alles wegtun hier, so. Oh, wie mache ich denn das? Oh, wie mache ich das denn? Ja, eigentlich verdienst du hier eine Bestrafung dafür, dass du abgehauen bist. Komm. So, aber jetzt da rein. Komm, jetzt. Ja, ich hab's. Boah. So, jetzt haben wir weiße. Was fehlt denn? Das blaue Schaf, ne? Ich hatte auch ein blaues Schaf. Und das grüne, wo ist denn das? Das ist, glaube ich, noch irgendwo... Ach, das steht da immer noch. Okay. Na komm, jetzt aber mal. Komm, dann nehme ich dir die Tür nochmal raus. Vielleicht passt du dann da durch. So, nun komm. Also. Komm. Halt, 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 halt! Ah, Mann. Ja, wenigstens war es nicht ganz so schlimm, wie ich jetzt dachte. Das war ja nur die Ecke hier. Haben wir ja ruckzuck repariert. Alles kein Problem. Ja, aber jetzt gucke ich noch eben, wo mein blaues Schaf ist. Da gerade blaue Schaf. Ihr wisst ja, wir verarbeiten ja jetzt mit viel blauer Wolle da oben im Dschungel. Also das möchte ich natürlich jetzt schon gerne mal wieder haben. Da hinten ist noch ein Schwein. Das machen wir jetzt mal anders. Weil das bringt ja sonst nichts. Jagen wir einfach mal ein bisschen, ne?
sind eh meine. Die hätte ich sowieso irgendwann mal gekillt. Das da ist noch ein Hund. Den möchte ich jetzt aber nicht haben. Ja, wie, ihr droppt das noch nicht mal, ist das blödes Schwein. Na, es ist ja nun mal ein blödes Schwein, kann man ja ruhig sagen, ne? Ah, jo. Blau, blau, blau. Wo ist mein blaues Schaf hin? Wo ist mein blaues Schaf hin? Ich muss jetzt hier die ganze Gegend absuchen. Ja. Kann die wenigstens ein bisschen bei Leveln, ne? Schon wieder Level 6. Wow. Ich sehe kein blaues Schaf. Das ist natürlich nicht gut. Also so weit kann es ja auch nicht gelaufen sein. Die anderen Tiere sind ja bis hier so maximal. Laufe ich mal hier noch ein bisschen rüber. Was für ein Stress. Das habe ich auch einfach nicht gemerkt, ne, weil ich viel unten in der Mordsschlucht war und also, ne, plötzlich denke ich dann hier los. Und dann hatte ich dann eben wieder keine große Lust, da wollte ich mal wieder was anderes sehen, ja, und dann habe ich das alles einfach mal laufen lassen. Guck mal, da ist zum Beispiel noch ein schwarzes Schaf. Hey, hast du das blaue Schaf gesehen? Hast du das blaue Schaf gesehen? Nein? Hm. Schöner alte Weg hier zum alten Hafen. Bin ich aber auch schon lange nicht mehr lang gelaufen. Da ist noch ein Hund oder ein Wolf vielmehr. Ein bellender Wolf. Bellende Wölfe sind das ja irgendwie, ne? Alles nicht so. Oh, 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 hallo. Es wird ja schon wieder Nacht. Ist mir zu gefährlich hier. Also das blaue Schaf ist nicht mehr zu sehen. Doch, was ist das da hinten? Nee, das sind nur Pilze. Vielleicht ist es ja auch in eine Falle gefallen, ne? Hier vorne ist unsere Monsterfalle. Müssten da jetzt... Da ist auch irgendwas. Da ist ein Schaf im Gang. Ja, prima. Ich denke mal, das werde ich dann auch killen. Dann werden wir das alles eben wieder... Was soll's? Neu züchten. Huch. Es fehlt eigentlich auch nur das Blaue. Und ein Braunes vielleicht noch, aber... Mein Gott, machen wir die halt, wenn wir sie brauchen. Ja, Leute, das war jetzt hier eine kleine komische Schafsuchfolge. Ich gehe mal eben das Schwarze da unten killen. So, sorry, aber ging nicht anders. Gut, dann vertreibe ich mir hier noch ein bisschen die Zeit und beim nächsten Mal gucken wir mal, was wir hier noch so machen. Oder ob wir wieder zurückfahren. Mal sehen, was passiert. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bleibt schön gesund und lieb und nett. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.